Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge My Time at Persia. Wir sind immer noch bei Mai oder May im Haus. Da wollen wir jetzt raus. Da ist Dr. Xu. Wo haben wir es? Es ist 13.44 Uhr. Okay, wir brauchen immer noch ein Present for the Celebration. Give before the 18th. Okay, wir suchen jetzt einfach mal den Bürgermeister und geben ihm ein... Ja, wir haben sehr viel Glas. Wir geben ihm ein Glas. Wenn wir ihn finden. Der Major, wo wohnt er denn? Der Herr Major. In der Town Hall. Ja, wo sonst? Town Hall, Rathaus. Das ist erstmal ein Buddy-Check hier. Oh. Porsche. Hallo, Gail. Müssen wir da jetzt... Gucken wir mal. Gucken wir es mal hier mit Gift. Confirm. Für manche Leute ist das ein Geschenk. Wenn die Leute bereit dazu sind, viel Geld dafür auszugeben, ist das auch ein Geschenk. Ach, der alte Presley. Oh, was können wir denn hier machen? 16 Fiberklotten? Nee. Nee. 2 Roasted Meats. Ne, da arbeiten wir noch dran. Also, nein, alles nicht. Schauen wir mal eben aufs Ranking. Wir sind immer noch ganz weit unten. Wollen wir mal schauen, ob wir uns jetzt erstmal eine fette Spitzhacke machen. Axt? Ne, Spitzhacke. Pickaxe. So. Machen. Könnten wir vielleicht am nächsten Tag nochmal in die Mine gehen. Hoppala. So, wir brauchen auf jeden Fall hier Bronze. Das auch mal und das und das und das. Wir nehmen einfach alles, was wir so haben. Außer das. Und craften uns eine Bronzespitzhacke. Voll. Dann brauchen wir... Achso, wir brauchen Marbles. Steine. Haben wir noch Steine? Wir haben keine Steine mehr. Was brauchen wir gerade, um einen Brückenkopf zu craften? 5 Holzplanken und 3 Pipes. Wir haben sage und schreibe 3 Holzplanken. Unglaublich. Schmeiß das jetzt alles einfach hier rein. Außer das. Huch. Davon noch eine. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir die her hatten. Lohnt es sich jetzt noch mitten in der Nacht in die Ruine zu gehen, aber wir haben auch noch so unfassbar viel Stamina. Und ich sehe hier einfach keine Felsen zum Abhauen. Doch. Das ist ja super. Ah, jetzt weiß ich, warum die Civil Corps Leute alle so reinschauen. Wir sollen uns mit einem kloppen.
Da ist eine Murmel. Herrlich. Sehr schön. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Stein. You need a better pickaxe. Mich veräppeln. Wir haben es doch hier erst mit Mühe und Not dahin geschafft. Jetzt erzählt ihr mir, wo der geht. Level up. Wir werden diese Stadt einfach so abfarmen. Hier bleibt kein Stein auf dem anderen. So viel dazu. Müssen wir erstmal kleine Steinchen hacken. Jetzt kommen aber reichlich von diesen Marbles. Das finde ich toll. Dann können wir gleich vielleicht doch noch zügig, bevor wir schlafen. Können wir gleich mal irgendwann schlafen. Vorher noch was craften. Hier gibt es Sand ohne Ende. Kupfer ohne Ende. Läuft. You need a better pickaxe. Oh, one hit. Ich glaube, da müssen wir als erstes wirklich die Spitzhacke dann weiter upgraden. Mit der Axt kommen wir nun doch schon relativ weit. Die Bella Eggs. Okay. Habe ich mich wohl zu laut gefreut. One hit. Ding. So. So sorgen wir auf jeden Fall garantiert dafür, dass die Dorfbewohner nicht zum Schlafen kommen. Das ist schön. Funkelt doch was. Adit. Der Baum ist zu dick. Ja, also. Dann zerlegen wir doch lieber noch ein Steinchen. Remington! Minute Store. Dann lass uns mal kloppen hier. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das geht, aber. Bam! Bam! Aber irgendwie der Einzige, der Damage kriegt, bin ich. Obwohl ich hier richtig dick austeile. Bam, 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 bam. Ich bin der Karate-Peter. In your face. Fall schon um, Junge. Da oben läuft auch noch ein Zeitcounter und so, BAM! You're pretty good, good enough that I don't have to worry too much. So. Wieso sind wir jetzt hier? Der Baum ist Deko. Jetzt muss man hier erst wieder rauslaufen.
Gibt's ja auch Felsen auf der Seite? Nein. Der Baum ist auch Deko. Oh, Stamina ist alle. Perfekt. Dann können wir mal einen Kassensturz machen. Refuel. Mach mal schön hier 8 Kopper. So. Und ich glaube, wir machen hier einfach nochmal einen Batzen Bronzebarren. Refuel natürlich. Und hier machen wir nochmal eine Runde Sand. Hatten wir nicht auch noch ein bisschen Sand hier drin? Hatten wir tatsächlich. Reicht auf jeden Fall noch für 1,8 brauchen wir. So. 8 Sand werden immer benötigt. So, wir haben das. Wir haben Hardwood. Das kommt da nicht rein. Das aber schon. Und das. So, das Hardwood lassen wir einfach in einem durch immer weiter craften hier. Soweit es geht zumindest. Aha. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Und sortieren. Wir könnten jetzt tatsächlich den ersten Brückenkopf machen. Das machen wir jetzt auch mal eben. Ganz schnell. Und das. So, ein Brückenkopf. Fehlt ja nur noch ein zweiter. So, Sword. Die Marbles behalten wir. Für unsere Marble Madness. So. Wir brauchen 2 davon. Und einen hiervon. So. Haben wir die Sachen für den alten Mann auch fertig. Dann legen wir das hier rein. Die Marbles lege ich damit rein. 8 Stück haben wir immerhin noch. Auch nicht schlecht. Wo ist die Quest mit dem... Hallo, Freund. Haben wir das jetzt gar nicht als Quest gekriegt hier, diese From Isaac? Accept. Ah, so. Haben wir wohl vorhin in der Folge vorher nicht ordentlich angenommen. Tag 18, ein Tag vor dem großen Event. Da müssen wir jetzt gleich ein bisschen aufpassen. Also am nächsten Tag zumindest. Es regnet schon wieder, ich fasse es einfach nicht.
Haben wir noch ein bisschen Holz? Wir haben noch ein bisschen Holz. Dann können wir auch nochmal Material, also sprich Brennstoff nachfüllen. Refuel, jawohl. Und hier auch. Refuel. Und auch hier. Refuel. Zack. Ich weiß gar nicht, ob wir hier jetzt noch harte Woodplanks. Ne, wir brauchen 4. Die haben wir nicht. Dann legen wir das weg und das legen wir auch erstmal hier rein und das und das und das. Sortieren das alles schön, damit es aufeinander stackt. Ja, wir gehen in die Mine. Vorher gehen wir in den Park zu dem Opa. Und dann bin ich doch tatsächlich guter Dinge, obwohl, bevor wir es wieder vergessen, haben wir Geld. Wir haben Geld, sogar gar nicht mal so wenig. Wir gehen erst zu der Omi, kaufen Salz, werfen das Fleisch auf den Grill. Oma Sophie. Hallo. So, Emily loves my home cooking. Ja, wie schön. Es ist Dienstag. Sophie's Ranch. So. Wie schön, dass sich in diesem Dorf einfach alle so sehr vertrauen, dass man hier auch den Laden einfach verlassen kann, um Dinge zu kaufen. Nein, um Aufgaben zu erledigen oder sonst was. Und die Bewohner können ihre Kasse einfach unbeobachtet da stehen lassen. Das ist Vertrauen. Sowas hast du in der heutigen Zeit überhaupt nicht. Stell mal vor, du gehst in den Supermarkt und da ist einfach keiner, weil alle glauben, du kassierst dich selber ab. Undenkbar. Aber hier auf dem Dorf, auf dem Land, da geht das noch. So, warum schwanken wir denn so wild hin und her? So, ich denke, wir brauchen Holz für den Grill. Holz haben wir reichlich. Dann möchten wir hier geröstetes Meat machen. Und zwar viel. Dauert auch nur 3 Stunden. Kein Problem. Wir haben eh noch Dinge zu erledigen. Unter anderem wollen wir ja in die Höhle. Aber erstmal werden wir hier noch den Tisch und die 2 Stühle los. Ich sprinte jetzt einfach bewusst nicht, damit wir einfach gleich mehr Stamina für die Mine haben. Ich möchte nämlich gerne die Axt so gut es geht auskosten. Hallo Opa Isaac. Excellent work, I'm impressed. Now I just wait for it to be set up and we can have a game of Cross 5 or 2. Gut, das kannst du dir dann aber selber setzen. Genau, wo wir jetzt hier sind und auch gerade bisschen Geld in der Tasche haben. Ich hoffe, es ist genug. Ich weiß es nicht. Könnten wir mal eben in die Baugesellschaft gehen? Wir müssen ja sowieso in die Richtung. Das ist nur ein minimaler Umweg. Dass wir mal so langsam unsere Werkbank aufrüsten können. Hier arbeitet niemand. Ach so. Das ist das gleiche wie bei der Omi. So, Level 2, Needed Materials over here. 5 Old Parts, 2000 Golds und 10 Hardwood Planks. Okay,
Die haben wir auf jeden Fall. Die Hardwood Planks können wir herstellen. Das ist nicht das Problem. Wo es wirklich ein bisschen komplizierter wird, wird mit der Kohle. Aber nicht vergessen, wenn wir die Brückenmission fertigstellen, da kriegen wir 1800 für. Wir haben im Inventar derzeit auch 300. Das heißt, wir sind bei 2100. Ist also kein Problem. Und damit können wir dann ein, was ist das? Ein Bronzeschwert herstellen, einen Gummireifen und einen Sitz. Da geht es dann also langsam wohl so Richtung Kraftfahrzeug. Albert. So, Revier mit Guts Sister Ginger. Natürlich haben wir das. Was hält der uns? Ein Dorftrottel? Eigentlich hätten wir jetzt auch mal eine andere Farmgegend ausprobieren können, die dann den Berg hoch gewesen wäre, aber hier kennen wir uns ja immerhin schon so ein bisschen aus. So, schauen wir mal, ob wir schon was scannen können. Ein Meter. Ich glaube, die anderen sind weiter weg. Dann soll das der sein. Ich weiß nicht, ist sie jetzt effektiver? Oder verbraucht sie einfach weniger Stamina? So, wir haben eine Datadisk und wir haben einen Powerstone. Ach, das ist ja nice hier. 7 Meter, das ist viermal Hacken. Eins, zwei, drei. Hier. Peter. Ach so, erstmal Scanner an. 13 Meter. Oh. 9 Meter. Nehmen wir doch die 9 Meter. Wie schön dicht die alle beieinander sind. Glaube, hier ist es effektiver, wenn wir erstmal hier so hingehen. Dann nach unten graben. Alles, was man an Wegen sparen kann, sollte man auch machen, vor allem wenn sie Stamina kosten. So ist es in jedem Spiel. Na, hier ist es jetzt nicht ganz so easy. Aber wir gehen mal dahin. Old Parts. Oh, direkt vor unserer Nase ist der nächste. Wie praktisch. Denn da los, es kommt nicht raus. Oh, was sagt uns denn der Scanner? Hier. Das hier der unterste Boden? Okay. In ganz weit entfernter Ferne.
Der ist näher. Oh. Oh, hier sind viele aneinander. Das ist ja zweimal hacken. Finde ich wirklich sehr gut, wenn die so dicht sind. Und hier war doch noch irgendwo einer in unmittelbarer Nähe. Ja gut, unmittelbar ist relativ, aber in der Nähe auf jeden Fall. Umschauen. Sensor. Ist das weit weg. 19 Meter ist schon grabtechnisch ein Stück. Nein.
Hier waren wir schon. Und das ist nicht der Weg, aus dem es rausging. Jetzt ist es soweit. Bemerkenswert. Ich immer das Gefühl habe, dass wir uns total verfranst haben und tatsächlich doch irgendwie total easy wieder rauskommen. Das beeindruckt mich schon. Getting late, ja. Was soll ich tun? Ich kann doch nicht mit so viel Stamina ins Bett gehen. Jetzt aber raus hier. Wo auch immer hier ist. So viel zum Thema Verlaufen. Ich glaube, hier ist der Eingang zu dem, was wir vorhin gesucht hätten, wenn wir uns darunter gegraben hätten. Dann versuchen wir das in einer anderen Folge nochmal. Ist auf jeden Fall gerade erstmal wichtig, dass wir hier rauskommen. Oh. KO. Wie schön. Interessant ist, dass man quasi tot umfällt und dann trotzdem in seinem Haus respawnt. Gut, das ist... Ja, obwohl, nee, bei Harvest Moon, zumindest in den ganz alten Folgen, war es nicht so. Wenn du da in der Mine umgekippt bist, dann bist du im Krankenhaus wieder wach geworden. Dann ist ein Tag komplett verloren gegangen. Und dann im Anschluss, ja, bist du dann natürlich im Haus wach geworden, aber grundlegend warst du erstmal im Krankenhaus. So, wir brauchen viel. Dann refuelen wir das mal hier. Und ich denke, wir brauchen hier auch noch mehr Fuel. Dann machen wir noch mal ein paar Kupferbarren. Bronzebarren. Machen wir hier noch mal ein bisschen Glas. Dann machen wir hier einfach, ja, keine Ahnung, Ziegelstein dann. So. Confirm. Ich glaube, jetzt haben wir alles beieinander. Für... Aber ist da...
Old Parts. Das auch. Und das kommt hier rein, das kommt hier rein. Die auch. Alles wieder schön sortieren, die kommen auch hier rein. Dann machen wir hier noch einen Brückenkopf. Tada! Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Und hier noch was sortieren. Ja, Mann. Achso, wir könnten jetzt mal nach dem Fleisch hier schauen. The Celebration starts. Okay. Roasted Meat. Brauchen wir uns jetzt aktuell nicht zu gönnen. Da ist die Katze. Mit der wir nicht interagieren können. Seltsamerweise. Wahrscheinlich, weil hier diese Party gestartet ist jetzt. Aber wir machen jetzt einfach mal eben schnell diese Brücke hier fertig. Und dann gehen wir auf die Party. Dann haben wir halt heute einmal Stamina Waste. Oder wir machen es dann in der Nacht noch. Das ist natürlich die andere Alternative. So, place the bridgehead. So, und den letzten Brückenkopf. Report to Antoine. Gut. Bisschen übertrieben, die so in so hohem Bogen zu machen. Naja. Wie dem auch sei. Jetzt habe ich gerade Leertaste gedrückt gehalten, um das Jetpack zu benutzen, was wir aber natürlich ausschließlich in der Mine da hinten haben. Das war jetzt ein Noob-Move. So, wir haben was im Briefkasten. From Town Hall. Today is the day of the bright sun. Celebrations will start at 9 a.m., also 9 Uhr morgens, in Peach Plaza. Thank you for the present prepared before. Don't be late or no presents for you. Major Gale. Jawohl, Herr Major. So, dann, ich weiß gar nicht, was ist, wo ist denn Peach Place? Nicht, dass das da unten ist. Peach Plaza, so, da. Gut. Dann wollen wir uns mal beeilen, sonst gibt es nämlich kein Geschenk für uns. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Wo sind denn alle? Hallo? Antoine am Arbeiten heute? Nein, natürlich nicht. Es ist ja Feiertag. Open. Dein. Oh, kann man hier was machen? Das Gerät noch gar nicht gesehen. Hier drin ist auf jeden Fall keine Partymusik. Wie sieht's denn hier aus? Da liegen die Schuhe überall verteilt auf dem Boden. Hier stehen die Schuhe neben den Schnapsflaschen. Das sieht nach einer wilden Orgie aus. Gut, hier ist nichts los. Plaza ist da. Ah.
Oh, da ist das Schweinchen. Ich will auch so ein Schweinchen. So. Aber man kann hier mit niemandem interagieren. Jetzt ist er auch blöd. Dann können wir auch ein bisschen jetzt sprinten. Ups. Ich schubse alte Omas auf die Straße. Ui. Oh, wir kennen uns ja noch gar nicht. Aber sprechen kann ich trotzdem nicht mit dir. Da ist der Herr Major. Was? Celebration ends? Mich veräppeln? Wo die alle herkommen? Wie Celebration ends? Da stand doch bis 18 Uhr. The Bright Sun. Was ist das denn jetzt für eine Fail-Aktion? Wo wäre denn das Geschenk jetzt gewesen? Hier war auch die ganze Zeit niemand. Ach, jetzt kann man wieder mit euch interagieren. Wie schön. Dann sollte ich mich jetzt beeilen, um noch Leute anzusprechen, die ich noch nie getroffen habe. Eine Sister of the Church of Light. Okay. Da waren wir noch gar nicht. Aber das erklärt, warum ich da die Tante da hinten auch noch nicht kenne. Oder den Kerl. Aber doch, das ist Lee, mit dem haben wir schon mal gesprochen. Der Prediger. Ja, dann kriegen wir heute leider kein Geschenk. Dann schauen wir mal gerade, ob wir Antoine hier irgendwo finden. Dass wir das dann noch erledigen können. Oh, Antoine. Oh, sie muss fegen hier. Each flower has its own language. Das ist interessant. Und Petra. Der Alo. Report to Antoine. Wann hat er sich denn dahin geschmuggelt? In die Commerce Guild. Ja, wir sind eigentlich auch schon am Ende der Folge, aber... Ach, guckt mal da. Hat er sich jetzt hier schön... Das machen wir ein anderes Mal. Aber schön, wie er sich das da jetzt alles zurecht hingestellt hat. So, gib mir den Zaster. Skincare, okay, er steht auf Hautpflege. Haben wir hier Civil Corps need 10 roasted meats, nein. 5 Copper Blades, nein, können wir doch gar nicht herstellen. 5 Wooden Storages, das wäre das, wo wir am nächsten dran kommen könnten. Oder 5 Copper Pipes, ja, dann machen wir 304 für 3 Tage, 202 für 3 Tage, machen wir lieber hier das. Die 5 Copper Pipes. Aber jetzt müssen wir noch zusehen, dass wir vor 18 Uhr in die Baugesellschaft kommen. So. Ah, das muss ich dabei haben. Ernsthaft.
Gut, also aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, ich mache jetzt noch kurz im Offscreen hier die Stamina leer mit und farm ein bisschen Hardwood und werfe das in das Gerät da hinten. Und dann sehen wir uns am nächsten Tag in einer neuen Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Gerne auch ein Abo, falls ihr noch keins habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.